Moin Leute, heute dürfen wir uns mal wieder einer Spiegel TV-Doku widmen, und zwar Hells Angels vs. Bandidos. Ist eine etwas ältere Doku, ich glaube so aus dem Jahr 2010. Ich kann das jetzt gerade nicht genau verifizieren. Schön, wenn ihr mit dabei seid. Spiegel TV, ja sonst überall verboten, verboten, verboten. Copyright geschützt und ähnliche Dinge, dass es dann auch um Urheberrecht geht, und das ist völlig in Ordnung. Finde ich nur mal sehr schade, dass dann einige, besonders auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, das nicht zur Verfügung stellen. Ich finde, dass man Inhalte dann auch drauf reacten dürfte. Ich habe genauso kein Problem damit, wenn Leute mich zerlegen, angreifen, was posten und so weiter. Sollen sie machen, solange es der Wahrheit entspricht und das nicht aus dem Kontext gerissen ist, ist das für mich völlig in Ordnung. Ja, Deutschland aufgeteilt, so war der große Plan, der dann am Ende nicht so funktioniert hat, wie sich das viele vorgestellt haben, wahrscheinlich in den Clubs. Viel Ärger damit eingehandelt, bis hin zu Mord und Totschlag. Dieser aufgeteilte Kuchen, den gibt es natürlich noch, aber die Insignien weg, Vereinsverbote, mit Sicherheit auch ein gewisser Machtverlust mit einhergegangen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr das mit uns anguckt, ob es nachträglich zu YouTube kommt. Who knows? Also, wir gucken uns das mal an, was Spiegel TV zu sagen hat. Ich gucke mir jetzt hier noch einmal mal ganz kurz Kanaleinstellungen. So, hier müsste das jetzt laufen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und dann fangen wir mal an und gucken uns das an. Spiegel TV, dass wir das machen dürfen, sehr, sehr selten. Ja, Rocker, Krieg, Expansion um jeden Preis, so kann man es auch ungefähr sagen. Das war, glaube ich, auch das Motto. Ja, die Geister, die ich rief, ne? 1999 wechseln die Bones mit ihrem Verhandlungsführer Frank Hanebut zu den in Deutschland viel kleineren Hells Angels. Ja, guck mal, wie wenig Manpower es sozusagen 1999 noch gab. Wir reden über 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Charter in Deutschland. 10 Mann stark mit Support, bis zu bei 250, vielleicht 300 Leuten oder sowas Umfeld. Noch sehr, sehr bescheiden. Osten von Deutschland so gut wie gar nicht besetzt. Dann in Bayern nicht besetzt. Was ist das hier dann? Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen. Dann hier ist Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein 1. Saarland? Ja. Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen auch sehr dünn besiedelt, wo nachher ja auch richtig viel los war. Und Reutlingen natürlich. Reutlingen darf nicht fehlen, glaube ich, werden wir hier auch wieder sehen. Aber der Klassiker. Darf nicht fehlen, darf nicht fehlen. Aber gucken wir mal weiter, was dann jetzt hier gesagt wird. So sah es 1999 noch aus. Und dann kamen ja auch die gelben Ghost Riders zu den Bandidos. Zeitgleich schließen sich die im Ruhrgebiet beheimateten Ghost Rider den Bandidos an. Seitdem expandieren die beiden Clubs. Vor allem in den vergangenen 5 Jahren wird der Ausbau massiv vorangetrieben. Dabei werden ab und an auch die angeblich so strengen Aufnahmeregeln außer Kraft gesetzt. Man will mit Masse den Gegner in die Knie zwingen. Ja, das ist dann schon eine stramme Expansion in 13 Jahren, wenn man dann auch bedenkt, okay, man muss die Leute irgendwie kennenlernen, man muss sie irgendwie integrieren, die Clubregeln beibringen, was erwarten wir von euch untereinander, das Reisen. Es gab ja damals noch zumindest im Bereich der Hells Angels, musste man durch die Gegend fahren und so eine Art wirklich Reisebuch sozusagen abstempeln lassen, nachweisen lassen, dass man die Chapter, Charter alle mal besucht hat und so weiter. Musste dann auch seinem Patencharter Rechenschaft ablegen, und es gab gar keine Möglichkeit, irgendeine Party ausfallen zu lassen als Prospect Charter oder Chapter und so weiter. Das war nachher aber mit 40, 50
Chaptern und Chartern, wie soll man das machen, wie soll man da alle kennenlernen? Damit ist wirklich einfach auch einfach viel in dieser Biker-Kultur auch einfach zerstört worden mit dieser radikalen Expansion. Ein Beispiel findet sich im thüringischen Weimar. Der lokale Bandido-Verein fällt kurz nach seiner Gründung schnell als rabiater Schlägertrupp auf. In diversen Gerichtsprozessen werden die angeblichen Motorradfans angeklagt, so unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ja, also der Jannis, da werden ja einige, die diesen Kanal gucken, werden dem Jannis das sagen, dass ich schon wieder über ihn gesprochen habe. Ja, er ist eine Person des öffentlichen Lebens. Er hat es mir, dadurch, dass ich, er würde mit mir sowieso in einem keinem Raum sein. Das ist immer, wisst ihr, mir fehlt bei vielen, die sich dann verändern wollen und dann jetzt auch irgendwie, und ich wünsche wirklich ihm viel Erfolg bei so einem Gnadenhof eröffnen und so weiter. Das ist ehrenwert. Ich habe dann in einer Doku gesagt, dass er Hunde über Menschen stellt. Ja, das finde ich bedenklich. Ich selber bin ein Hundefreund. Ich habe selber 3 Hunde. Trotzdem differenziere ich, und das sind Familienmitglieder bei uns, und muss man da trotzdem eine gewisse Differenzierung herstellen. Aber ich habe mir das Video jetzt nicht ganz gesagt, das haben mir ein paar Leute links geschickt oder sonst was, aber er würde dann mit Leuten wie mir und Verrätern und V-Leuten oder die mit dem Staat zusammengearbeitet haben, irgendwie nicht in einen Raum gehen. Digga, ist völlig in Ordnung. Da gehören ja mal 2 zu auch, ne? Also da ging es darum, weil ich bei Instagram dann mal geguckt habe und weil ich dem gefolgt bin. Keine Ahnung, also ich folge vielen Leuten, die ich auch einfach manchmal beobachte. Einige folge ich auch nicht, da gebe ich immer wieder die Namen ein, um zu gucken, was die so tun und machen in Social Media. Grundsätzlich ist ein Follow noch keine Bestätigung, dass man das irgendwie gut findet. Ich verstehe das manchmal nicht, wenn man sagt, okay, man hat sich verändert, man möchte dann irgendwie eine Gemeinnützigkeit für einen Gnadenhof haben. Irgendwie ist das auch eine staatliche Sache, die gefördert werden soll und so weiter, aber man findet irgendwie alle, die mit Bullen zusammenarbeiten oder sonst was, blöd. Weiß nicht, es läuft für mich konträr. Ich wünsche trotzdem viel Erfolg bei dem Projekt mit dem Gnadenhof. Kann es nicht genug Menschen geben, die sich für Tiere einsetzen, besonders für ausgesetzte Tiere oder Tiere, die abgegeben werden, die keiner mehr nimmt, die in Pflege müssen und so weiter. Das ist aber dann schon manchmal unangenehm, wenn dann das so gemacht wird. Ich weiß nicht, ich gucke mir diese Videos ja auch nicht an. Auch wenn ich mir die Schuhe gar nicht anziehen will, ich habe mir die Videos von Cengiz oder wie das heißt, Cengiz44 nicht angeguckt, ich habe mir sie von Jannis nicht angeguckt. Wer da immer noch eine Affinität zu gewissen Milieus und Einstellungen hat und egal wie, ist es auch eine Menschenfeindlichkeit dann. Damit möchte ich in meinem neuen Leben nichts zu tun haben. Und die Kommentare unter so einem Video dann auf seiner Seite zeigen auch, was für geistige Kinder da unterwegs sind. Ja, also da geht es dann auch ums Buch. Hauptsache Spiegel Bestseller und hat einen Ghostwriter in Form gebracht und so weiter. Und ja, ich habe mein Buch selber geschrieben über viele, viele Jahre. Das hat 4 oder 5 Jahre gedauert. Verstehe ich immer nicht so das Problem. Aber das ist so, das Internet ist einfach so. Das Internet zackt einfach. Das Internet zackt. Dein Name Moritz. Also, Jan ist mit Sicherheit eine der strahlendsten Figuren bei den Bandidos Ostdeutschlands. Sehr hohen Wiedererkennungswert. Natürlich durch das Gesichtstattoo auch. Hat, glaube ich, das von was man von außen betrachten konnte, seinen Charter sehr, sehr hart, sehr dominant geführt. Ich glaube, sein Vizepräsident oder Sergeant oder so hat nachher gegen ihn ausgesagt. Daher kommt wahrscheinlich so diese sehr, sehr hohe Ablehnung. Es wird immer wieder erwähnt. Hießen Bandidos Jena, waren aber, glaube ich, in Weimar beheimatet, hatten da auch ein Clubhaus. Waren dann, glaube ich, verantwortlich für ganz viele Einbrüche und so. Teilweise Gewalttaten, Rotlichtmilieu. Haben die Region schon ziemlich aufgewühlt, ne? war schon so kommuniziert. Das war schon, würde ich sagen, ein Kriegschapter, ne? Von außen betrachtet. Ne? Wir haben gedacht, krass, da setzen sich ein paar Jungs aber mitten rein ins Feindesgebiet und sagen so, hör mit uns nicht. Ne? Das war schon eine Ansage damals, muss man echt sagen. Anführer ist Jannis E., allein 9-mal vorbestraft wegen Körperverletzung, was man schnell merkt. Hau ab mit der Kamera, ich schlage sie zusammen. Versuchte Morde, schwerste... Ja,
Muss auch trotzdem mal runterbrechen, also die Strafe abgesessen, glaube ich, knapp ein 10er Eisen gesessen. Und ja, nehmen Sie die Kamera aus dem Gesicht. Also der Jannis war trotzdem schon eine sehr mediale Person, der sich dann auch immer wieder schon zur Kamera hingegangen ist. Wir sehen auch die vielen anderen Reporter hier. Es gab dann schon einige Berichte vom Clubhaus, wo dann immer wieder bei Clubfeiern dann auch Reporter kamen. Es gab auch Überschneidungen, ganz krass, weil ähnliche zusammengetan mit einem Chapter aus Neumünster, die damals ja auch in so ein Feindesgebiet in Schleswig-Holstein reingegangen sind, mit bekannten Größen wie Peter Borchert aus dem Rechtsextremismus. Und die beiden Chapter haben schon für Furore gesorgt, so, ne? So mitten ins Feindesland rein und dann zu sagen, ja, wir kämpfen, wir ziehen in den Krieg und keinen Schritt zurück, haben die sich auch gefunden, gibt dann auch Überschneidungen, Fotos hier mit Jannis und mit Peter Borchert und so weiter zusammen. Das ist mir noch sehr, sehr bewusst. Es gab dann auch immer wieder Berichte, auch in der Biker News und so die Bravo der Biker-Szene, wo man sich dann damit beschäftigt hat. Das wurde schon täglich verfolgt. Also ich war dann immer auch auf den Seiten so Rocker News und so weiter, wo dann Zeitungsartikel kamen. Das hat man sehr verfolgt. Dann hatten die auch eine Homepage und das war ja so das erste Mal, dass Rocker so medial auch wurden, ne? So in Social Media, in Berichten, Internet und so weiter, dass man das so gut auch über Social Media verfolgen konnte. Ja. Körperverletzungen und bandenmäßiger Diebstahl. Die Weimarer Rocker mit ihren aus Westdeutschland stammenden Anführern ließen kaum einen Paragraphen des Strafgesetzbuches aus. Insgesamt bekamen sie 74 Jahre Knast aufgebrummt. Die Bandidos haben sich relativ frühzeitig hier niedergelassen, um die Szene nach unserem Dafürhalten zu beherrschen. Sie haben hier in Ostdeutschland einen weißen Fleck besetzt. Es gab die großen Rockerclubs hier noch nicht, insbesondere eben nicht Hells Angels, Bandidos und Gremium. Und das wollten sie sicherlich ausnutzen, um dann hier eine Vormachtstellung zu begründen. Bruderschaft und Freiheit. Ja, also da diese Bilder, erinnert man sich noch. Ich glaube, das war auch das Chapter mit dem Selbstmord von jemandem. Da gab es so Gerüchte, in Selbstmord getrieben, aber soll da auch eine unglückliche Liebe gewesen sein oder sonst irgendwas. Aber da kann man die Geschichten, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal von dem Jannis dann konsumieren, wer das möchte. Und 74 Jahre bei 74 Membern wäre nicht so viel. So aufgeteilt auf 7-8 Leute ist das schon eine ganz schöne Menge, die man da einkassiert hat. Ne? Galten bei den Weimarer Bandidos nur für den Präsidenten. Der Club-Tyrann verlangte sogar von einem rangniederen Mitglied, er solle seine eigene Freundin auf den Strich schicken. Ja, muss man hier immer zwischen Spiegel TV, Realität und Fiktion unterscheiden. Ich weiß es auch nicht, welche Aufgabe sich der ein oder andere im Internet gemacht hat, seine Geschichte zu beschönigen, zu verbessern, real zu sein oder sonst irgendwas. Ich weiß, alle reden von real und es ist jetzt gar nicht auf den Jannis gemünzt, sondern auf ja so viele, wo das Geile ist, so, da habe ich eben gerade in den Kommentaren drunter gelesen unter dem Video, deswegen habe ich das heute jetzt so zum Thema gemacht, stand unter dem Thema drauf, was stand da drauf? Es ist eine geschönte, meine Geschichte ist eine geschönte Geschichte, damit sie allen gefällt. Also wer meine Serien gehört hat und geguckt hat, wer meint, das ist eine schöne Geschichte, dem kann ich ja nicht mehr helfen. Also wer meint, 20 Jahre im Rechtsextremismus, mit ständigen Polizeidrohungen, mit über 25 Hausdurchsuchungen, regelmäßig Ärger an allen Ecken, Gewalt. Was ist das denn für eine geschönte Geschichte? Und dann habe ich mich gefragt, saß ich vor diesem Kommentar und habe mich gefragt, okay, kotzt jemand das an, dass du jetzt irgendwie in einem neuen Leben angekommen bist? Dass heute ein Polizist, einer meiner besten Freunde, ist so ein Mod auf diesem Kanal. Matze, grüß dich, mein Freund. Was ist the fucking problem? Verstehe ich dann manchmal so nicht. Also, naja. Einfach mal auf das Video gehen und Kommentare angucken. Empfehle ich dann bei YouTube. In dem zur Festung ausgebauten Clubheim war die Würde des Menschen ein Fremdwort. Hier war nur der ständig wechselnde Wille des Club-Oberhauptes von Bedeutung. Ja, weiß man dann auch nicht, ob wie... Das ist jetzt schwer nachzusagen, ne? Da tue ich mich so schwer mit, weil wenn man Prospekt oder Hänger fragt, die dann rausgeflogen worden sind oder es nicht geschafft haben, klar sagen die, das war ein diktatorisches System.
Präsident scheiße, Vizepräsident scheiße, Sergeant scheiße, haben mich immer angemeckert, ich musste Geld bezahlen, Club. Ja, Digga, du wolltest dann scheiß 1% der Club, der im Krieg mit der Hells Angels irgendwo in Thüringen im Krieg liegt. Und klar, wird da hart gespielt. Also der Jannis und seine Kumpanen werden mit Sicherheit nicht drum geworben haben und gesagt haben, ja, komm zu unserem Kaffee- und Kuchenclub. Um 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, um 18 Uhr gibt es eine Bratwurst und 21 Uhr sind alle Haier im Bettchen. Da, jeder, der sich dafür entschieden hat, der wusste, was es da abgeht. Und die Rockerclubs sind nun mal streng hierarchisch geführte Unternehmungen. Also es geht um Geld, Macht und sie sind hypermännlich und hierarchisch. Die Scheiße fällt nach unten, das ist so. Da gibt es noch ein ganz bekanntes Bild, das immer gezeigt wird. Es gibt es als Firma, es gibt es auch als Rockerclub. Oben sitzt der Präsident, darunter der Vizepräsident und Sarge. Und dann wird immer weiter nach unten geschissen bis zu den Hängern und die Supporter, die schwimmen Scheiße. Ja, ist einfach so. Ralf, Ehrengeschenk. Dankeschön, Ehre geht raus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also, da muss man immer so gucken, okay, was sagt Spiegel TV jetzt dazu und wie war das? Aber grundsätzlich muss ich sagen, jeder, der sich für einen Rockerclub entscheidet, der weiß, dann muss er erstmal, bis er Member wird, auf jeden Fall Scheiße fressen. Oh, weg hier jetzt. Bei einem mehr, bei einem weniger. Nein, wir wollen ihn nicht verarschen. So, tu mal das Ding hier weg. Ja. Habe ich keinen Bock drauf, so eine Scheiße. Halt das mal in die andere Richtung, Schwanzlutscher. Man muss auch immer sagen, ich habe es ja schon mal gesagt, Stretch Limo, nie cool gewesen. Ich weiß nicht, wann Stretch Limo mal in war, vielleicht mal in den 60ern. Dieses Kamera aus, weiß jeder, wie ich das immer finde. Wenn man dann auf die Kamera zugeht, macht die Scheiße aus. Ist, glaube ich, so ein Reflex, aber wenn man es dann irgendwie ein paar Jahre später sieht, dann kickt da halt auch ein bisschen Charme, glaube ich, rein, oder? Die ganze Stadt litt unter den kriminellen Rockern. In dieser Bar stach ein Bandido einen Gast mit dem Messer nieder. Dort sind wir oft an Mauern gestoßen, dass Zeugen keine Aussagen gemacht haben, selbst solche Zeugen, die nur Randgeschehen berichtet hatten, noch gar nicht mal, ich sag mal so, das problematische Kerngeschehen beobachtet hatten oder hätten können. Aber wir haben auch Zeugen gehabt, die massiv unter den Taten der Bandidos gelitten hatten, auch geschädigt gewesen sind. Selbst bei denen war es äußerst schwierig, Aussagen zu erhalten. Und auch geschädigte Zeugen, die massiv an der Gesundheit geschädigt sind, haben da nicht immer mit offenen Karten gespielt. Ja, muss man Verständnis für haben, muss ich dazu sagen. Eine Gruppierung, egal wo, wenn die eine gewisse Macht und Hoheit in einer Stadt hat oder gefühlt hat und dann dementsprechend da Angstarbeit machen kann. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, ich stehe halt an der Seite, ja, ich habe das gesehen, aber boah, ich bin nicht verletzt, es ist keiner meiner Freunde verletzt oder meiner Lieben, ich habe nichts gesehen. Ich will da nicht vor Gericht die nächsten 2 Jahre und dann in einen Gerichtssaal mit 30, 40 Rockern rein und dann dort eine Aussage machen und sonst irgendwas. Das ist schwierig, ich kann da jeden nur zu ermutigen, das zu machen, ja, trotzdem muss der Staat da irgendwie nachbessern. Das muss andere Möglichkeiten geben. Da müssen sich schlaue Juristen mit beschäftigen, wie das geht, diesen Spießrutenlauf für Zeugen zu unterlassen, wie das geht. Das muss im digitalen Zeitalter auch gehen und sonst irgendwas. Dieser Spießrutenlauf zu einem Gericht und sonst was und davor auf eventuelle Täter zu treffen und dort mit Blicken, Sprüchen und so weiter bedacht zu werden, ist bedenklich und das sind schwere, schwere, schwere Schritte. Auch so ein Opfer denkt sich, na gut, jetzt bin ich schon einmal Opfer gewesen, wenn ich jetzt hier weitermache, dann werde ich vielleicht nochmal zum Opfer. Also nee, so einfach geht das nicht. Baba Batunek, Ehre geht raus. Dass selbst Neonazis bei den Rockern willkommen sind, zeigte sich in Neumünster. Ob kriminell oder stramm rechts, Hauptsache die Gang wird stärker. Personalausweise, können Sie bitte schon mal bereithalten, Ihre Koten aufmachen, bitte? Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? So rekrutierten die Bandidos sogar einen gewissen Peter Borchert. Der ehemalige NPD-Boss von Schleswig-Holstein ist ein notorischer Schwerverbrecher. Ja, also Peter Borchert hat eine sehr, sehr lange rechtsextreme Karriere. Hier sehen wir auch mit Christian Borch zusammen. Wie lange ist das bestimmt her? Das war 30 Jahre her, oder? 30? Mindestens 25 Jahre ist das her, würde ich sagen. Und wirklich schwerste Gewalttaten auch begangen. Auch immer wieder Stress auch mit Hells Angels gehabt in Neumünster. Und Neumünster war schon immer ein heißes Pflaster. Dann alles so herum um den Club 88 damals, den es ja auch sehr lange gab. Neumünster wirklich, weiß ich nicht, wenn man Urlaub plant, ob dann Neumünster auf der Liste stehen muss, weiß ich nicht, keine Ahnung, Neufinster ist so.
Schon als Jugendlicher stach er einen Taxifahrer nieder. Über 10 Jahre seines Lebens saß Borchert im Knast. Es sind nach der Doku, glaube ich, noch ein paar dazugekommen. Da oben sieht man, glaube ich, den Fat Mexican als Kette. Es sollte ja auch immer wieder mit dem beauftragt werden. Auch das ist an uns, unser Umfeld rangekommen, dass so eine Art Kopfgeld auf Peter Borchert ausgesetzt wurde, dass der gejagt wurde, dass immer wieder Leute gesucht worden sind, dass Wohnungen, dass es Aufträge gab, rauszubekommen, in welchen Wohnungen der schläft, wo der gemeldet ist und so weiter. Und wie gesagt, unterschätzt den Peter Borchert nicht. Einige sagen so, der ist, niemand, das ist kein Kind von Traurigkeit, ne? Genießen Sie Ihre Freiheit. Sie sind von der Presse, nehme ich an, ne? Wie bitte? Sie sind von der Presse, nehme ich an, ne? Ja. Ja, man genießt, was man kann, ne? Wie bitte? Man genießt, was man kann. Sie sind immer ein schlechter Reporter, wenn Sie so wenig verstehen, ne? Tut mir leid, es ist schon so viel Sand norddeutscher. Norddeutscher Art, das schon zweimal was gesagt, zweimal musste sich wiederholen. Tut mir leid, das ist schon süffisant Norddeutschland. Ne? Ist schon leider, komm, der ist schon sehr gut, oder? Wenn man schlechte Reporter so wenig verstehen, ne? Das war schon leider gut. Oder? Muss man zugestehen. Ja. Das würde ich sagen, ist schon eine sehr, sehr norddeutsche, süffisante Art zu kontern. Der Pressesprecher der Bandidos sieht die Sache mit Borchert und den Neonazis entspannt. Wir haben einen Borchert hier gesehen. Fährt man mit so einem gerne zusammen? Das ist, glaube ich, der Micha oder Michael. Der ist auch verstorben, glaube ich, an Krebs verstorben. Schon 3, 4 Jahre hatten wir einen anderen Doku schon mal zum Thema, der dann so PR-Team hatte, der auch einen Aufnäher drauf, hatte sich dann auch immer wieder mit der Presse getroffen und sich dort geäußert. Und ja, die Antwort wird dann so sein, ja, wir haben das vorher geprüft, es ist nichts Politisches mehr da. Und das haben wir gesagt, dass das ganz klar ist, dass es bei uns keine Politik im Club gibt und so weiter. Ich habe den Herrn Borchert noch nicht hier gesehen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, aber der gehört auch zu unserem Motorradclub. Ist nun mal so. Ist nun mal so? Ja, von daher ist es selbstverständlich, dass der auch hier ist. 2010 werden Borcherts Bandidos verboten. Sie waren einfach zu kriminell. Ist nun mal so, klingt nicht so begeistert. 2010 Neumünster verboten, fahren seitdem, glaube ich, unter dem Namen. Mensch, Esbjerg oder? Oh, nicht Esbjerg. Padborg, genau, Padborg ist es, dankeschön. Padborg ist es. Es ist Padborg. Und haben sich dann zusammengetan, dann unter Dänemark zu fahren und so weiter, weil dort andere Gesetze gelten, kein Verbot und Weiterführung. Ja, ist so ein bisschen ausgetrickst, muss man sich mal gucken, wie lange sich so ein Staat das anguckt. Aber seitdem ist es ja auch relativ ruhig geworden, muss man dazu sagen. In Neumünster zumindest, was diese Rocker-Sachen angeht, in Schleswig-Holstein. Kurze Zeit später tauchten sie wieder auf. Als Dänen. Die Szene in Deutschland expandiert. 1999 trugen nur 50 Biker eine Angels-Kutte. Oh, so wenig. Ich habe ja 10 pro Chapter gedacht. Aber hatten wir nicht 1999, hatten wir nicht 17 vorhin gezählt? 17? Dann wären ja rein theoretisch nur 3 in jedem Charter gewesen. Oder ging es dann, waren das die 50 vor dem Wechsel, bevor die Bones rüber sind wahrscheinlich? Das müssen die 3, 4 Chapter dann gewesen sein, die es dann vorher gab, bevor die Bones rüber gewechselt sind. 12 Jahre später sind es über 1200. Bei den ja, die Zahlen muss ich Bandidos stieg die Anzahl in nur einem Jahr um über 300. Ja, 300 Leute aufnehmen in einem Jahr. Ne? 300 Leute in einem Jahr aufnehmen, wie will man da
Kontrolle haben, gucken, ob das menschlich, freundschaftlich, charakterlich passt. Ah, tue ich mich sehr schwer mit diesen schnellen Aufnahmen, mit diesem... Parallel dazu stieg die Kriminalität. In Berlin wurden Rocker in 7 Jahren zu insgesamt 387 Jahren Knast verurteilt. Viele Täter haben einen Migrationshintergrund. Einer meiner. Also schon ein paar Jahre, die verteilt worden sind, ne? Auf die JVA Moor, Beat und Tegel. Ideen ist auch, dass gerade der Rauschgifthandel, jedenfalls in den letzten Jahren und Jahrzehnten, überwiegend ein Kriminalitätsfeld der Migrantenszene ist. Und da das eine Menge Geld abwirft, wird das ein Grund dafür sein, dass man sich Migranten in die Rockerclubs holt. Auch die sogenannten Supporterclubs haben einen regen Zulauf aus der Migrantenszene. Ob Chicanos oder Malos Hombres, ob Chicanos, Malos Hombres und Red Devils oder X-Team. Sie alle sind willige Hilfstruppen der Altbiker. In manchen Unterstützervereinen hat nur jeder Zehnte ein Motorrad. Ja, bei den Supportern wurde da nicht so drauf Wert gelegt. Es gab dann jetzt die Supporterclubs, das muss man auch sagen, Spiegel TV gab es die Supporterclubs, die sich ganz klar auch als MC firmiert haben, sowas wie die Red Devils, die ja ein klarer MC sind. Dann gab es so die X-Teams, auch bei den Bandidos, wo keine Motorräder gefordert waren. Dann gab es auch die Supporter, die Supportclubs mit Dreiteilern, die auch kein MC-Schild hinten drauf hatten. Also da gab es ganz unterschiedliche Einstellungen zu. Da ging es wirklich auch in der Zeit, Hauptsache Masse, Masse, Masse. Man muss auch dazu sagen, dass selbst in den großen Clubs, nicht nur bei den Supporters, auch bei den großen Clubs wurde nachher nicht mehr darauf geachtet, dass jeder ein fahrbereites Motorrad hat oder überhaupt ein Motorrad hat. Die Motorradszene ist ja weder rassistisch noch rechts noch links, aber ich sage, ich bin sehr angefressen, wenn der ein oder andere nur in diese Szene eintritt, um da seinen Vorteil zu haben oder seine Geschäftchen abzuwickeln. Und das sind Sachen, die haben mit dem eigentlichen Sinn der Geschichte nichts zu tun. Ja, schade, dass es schade. Ja, also wir haben ja Frank Hanebut gerade gesehen, immer noch nach meiner Meinung schillerndste Persönlichkeit, die Deutschland in der Rocker-Szene je hatte und hat. Von den Bones zu den Hells Angels. Aber es ist ja genau das, was er sagt, ist ja nicht passiert. Sie selber, da im Bereich Hannover habe ich viele kennengelernt, die dann nachher querversetzt worden sind, nach Mecklenburg-Vorpommern und so weiter, die dann von Hannover weggeschickt worden sind. Da war keiner auch leidenschaftlicher irgendwie. Da hatten einige nicht mal Bock auf Gemeinschaft, nicht mal Bock auf so, ich bin in einem Club, ich bin jetzt ein Bruder oder sonst irgendwas, sondern das war eiskalt Geschäft. Ne? Ging immer um Rücken, um Geschäft oder ein Geschäft aufzumachen zu können, irgendwo ein Teil davon sein. Das ist ein schöner Gedanke, aber hat überhaupt nicht geklappt. Ne? Finden auch die führenden Köpfe der Hells Angels und haben, nur für den internen Gebrauch, in einem Positionspapier selbstkritisch festgestellt, wir haben vergessen, unsere neuen Leute zu schulen. Das Resultat sind noch mehr Brüder, die nicht nach unseren Traditionen leben. Wow, krass. Do they know what it is to be a Hells Angels? Do they know what the club is all about? Do we get the right people in? Do you want to get the risk anything for the better of the club? Do they want to risk anything for the better of the club? Yes, we're growing, but so are the enemies that the police forces are using against us, and more important, so are the powers of the police and other authorities, and they are slowly winning. We risk getting cops into our club by speeding up the progress of admission. Admission Charters, Countries and Regions forget to educate the new... Puh, ist natürlich schon mal eine Ansage, ne? This brings more new brothers in who are being educated by brothers who themselves don't know enough about our club to lead and educate. Oh, mal schon eine... krass, ne? Problem erkannt, aber nicht gebannt, ne? Wir haben teils unsere eigenen Regeln gebrochen. Was damals richtig war, was in der Zukunft aber nicht wieder stattfinden wird. Wir haben also im größeren Umfang einen Member aufgenommen. Und da hat sich dann ein Selbstausleseprozess in Gang gesetzt, der aber teilweise holprig ist. Und das ist durchaus negativ. Ja, da haben wir den Rudolf Triller, Django genannt, Pressesprecher, würde ich sagen, der Hells Angels, mit einem sehr ehrlichen Statement. Ne?
sehr holprig, ist, glaube ich, noch geschönt. Ich glaube, gerade so alter Honig, ich glaube, der ist auch mittlerweile 40 Jahre dabei oder so. Und wenn du dann siehst, wie dann Leute wechseln, rein, raus, nach einem Jahr Member, nach 4 Jahren wieder raus, dann wieder rein und dann anderer Club und so weiter. Das ist, glaube ich, für einige dieser alten Haudegen ist das so unvorstellbar. Leben verändert sich, auch diese Clubs verändern sich, aber Ideale sind mit auf der Strecke geblieben. Auch einige Durchschüsse abbekommen, der Typ. Okay. Holprig ist, und das ist durchaus negativ. Was Django meint, aber nicht sagen will, es geht um den Wechsel der Bandidos Centro. Die Truppe um den Türken Kadir Padir ist bei den Ermittlern als brutal verschrien. Ich muss nur dazu sagen, Kadir Padir sitzt ja noch im Gefängnis wegen des Wettbüromordes. Kann man sich die Dokus von Kasra Zaragan angucken, das Buch der Perser sich zulegen. Ich habe das Buch zwar schon, ich habe es noch nicht gelesen, ich lese gerade noch 2 andere Bücher. Im Winter schreibe ich aber ein bisschen mehr. Und trotzdem komisch, dann mit den Bandidos-Sachen zu sehen und irgendwie 2 Tage später hast du jetzt Angels-Klamotten an, oder? Für mich ist das schwierig. Auch ohne eine Karenzzeit. Selbst wenn du eine Karenzzeit hättest von einem Jahr oder 2 Jahre, ist auch noch sehr, sehr frisch. Ne? Das ist so wie aus einer 5-jährigen Liebe raus und 2 Tage später hast du eine neue Liebe und tätowierst dir den Namen ins Gesicht und trägst ihre Schlüpper in der Jackentasche mit oder so. Keine Ahnung. Für mich sind diese Wechsel einfach schwierig zu verstehen und auch nicht irgendwie nachzuvollziehen. Mehrfach griffen sie ihre Gegner an, verletzten sie schwer. So hackten seine Männer einem Angel fast den Unterarm ab. Kadir Padir wurde zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Vor dem Hintergrund, dass der damalige Präsident der Bandidos im Verdacht stand, einen Hells Angels, glaube Vizepräsidenten, mit einer Machete attackiert zu haben. Das hätte also, mit so einem Mann verbrüdert man sich nicht. So, ja, das, also, offensichtlich ist es mittlerweile so, dass die Geschäftsinteressen, die sich mit Machtverschiebungen koppeln, höherwertiger sind als die Clubideale. 2000. Tja. Ich glaube, so ungefähr könnte man das einfach nur stehen lassen. Ne? Ja. Ja, hier, welcome to the family, Hells Angels, Nomads Turkey from your Frankfurt Brothers. Love and respect, Nomads Germany. 2010 ziehen die Migrantenrocker ihre gelben Bandidos-Kutten aus und wechseln zu den Hells Angels. Und das, obwohl einst sogar André Sommer von den Neubrüdern um Padir schwer verletzt wurde. Das muss so, wisst ihr, wir reden ja über zu dem Zeitpunkt Todfeinde. Ich glaube, es ist so langsam so eine Art Koexistenz. Gibt es da eine Koexistenz? Ich meine, man hört wenig, was den Ärger so angeht. Und dann das dann damals so zu sehen, das war ein Schock in der Szene. Also ich weiß nicht, wo diese Nachricht rumging, wir haben gedacht, Berlin ist auch verloren. Also Berlin geht verloren an die Bandidos. Die Bandidos werden sich da durchsetzen um diese Truppe von Kadir Padir. Und dann gab es ja diese Nachricht, die ist eingeschlagen wie eine Bombe. Haben Sie sich eigentlich gefreut, als Kadir Padir irgendwie zu den Hells Angels gewechselt ist? Es ist immer schön, wenn man neue Brüder in seiner Familie begrüßen kann. Mehr gibst du Kadir nicht? Das ist ein Bruder. Was soll ich dazu noch sagen? Ja. Also André Sommer ja auch schon wirklich einiges durch, ja, diplomatisch formuliert. Einiges durch. Hat auch eine der krassesten Truppen dann auch angeführt, auch viel durchgemacht mit der Schießerei, die Holger Bossen befohlen hat, sein ehemaliger Präsident, auch je nachdem, der sich in der Clubkasse bedient haben soll und dafür André Sommer verantwortlich gemacht hat. Diplomatisch ausgedrückt, würde ich sagen. Ist ein Bruder. Muss man halt wissen, was das Wort Bruder in deinem Leben noch für einen Stellenwert hat, ob Bruder dann schon wieder hinter Freund ist. Ne? Sommer wurde in der Nähe einer brandenburgischen Kleinstadt überfallen. Er war mit Clubbrüdern unterwegs, als Unbekannte ihre Fahrzeuge stoppten. Man denkt aber auch, ein Hells Angels-Präsident ist in einem anderen Auto unterwegs, einfach. Hier Tatortfotos aus der Ermittlungsakte. Boah,
abartig, aber wenn man das sieht. Sommer wurde ein Messer in den Rücken gerammt. Er liefert sich selbst im Krankenhaus ein. Messer. Zu den Ermittlungen schwieg er. Rockerehre. Also erstmal wirklich bestand er von irgendeiner Ermittlungsbehörde. Und ich habe gelernt, seit frühester Jugend mein Leben selbst in die Hand zu nehmen, meine Sache selbst für mich zu regeln. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt so mache, wie ich das mache. Aber Sie hätten ja damals da auch bei drauf gehen können, Fino Ford. Ja, muss ja sagen, klar, eine Machete, Biker im Auto, wer kennt's nicht, ja. Also die Biker haben ja nicht die Pflicht, jedes Mal im Auto zu fahren. Der André Sommer fährt Motorrad, auch viele der Nomads, das sind auch teilweise Kilometer. Schweine, wie man das so sagt, die viele Kilometer abreißen. Natürlich fährt ein Biker auch mal Auto. Das sind schon Leute, die noch Motorrad fahren. Und nur weil da Machete zu sehen war, weiß ich ja noch lange nicht, dass das die Machete war. Das war das Messer, das bei André Sommer am Rücken war. Da niedergestochen von Kardiopathie, dann wirst du niedergeknallt von den eigenen Leuten aus dem Hells Angels Club, weiß ich nicht. Da musst du schon lernen, das auch zu lieben, den Lebensweg, für den ich mich entschieden habe, oder? Das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich mein Schicksal und meine Sachen selbst in die Hand nehme und die Sachen für mich selber regle. Der erfolgreichste Geschäftemacher in der Szene war und ist Frank Hanebut. Er hatte es früh geschafft, den Hells Angels Mythos in Kapital zu wandeln. Wenn die Höllenengel in Hannovers Vergnügungsviertel Steintor feierten, kamen Zehntausende. Ich habe natürlich eine Ideenfabrik im Kopf. Ich hab, dann die Konzepte, die man entworfen hat, haben gezündet, weil man auch selbst, man hat ja eigentlich nur das umgesetzt, was man selber gern hätte. Eine Menge Fun, gute Stimmung, gute Action zu kleinen Preisen. Und das war eben das Erfolgsrezept. Allerdings. Es wurde natürlich massiv umgebaut, das Steintorviertel unter Frank Hanebut, unter den Hells Angels. Soll jetzt aber auch wieder sich ein bisschen verändert haben. Immer wieder kriege ich nach den Videos dann auch Nachrichten. Ja, dann hat da Ruhe eingekehrt, dann konnte man da feiern gehen und so weiter. Ist dann immer die Frage, ob dann der Staat da versagt hat und dass dann eine Handvoll Rocker, irgendwie 1% da das dann übernehmen, für Recht und Ordnung zu sagen, nach deren Maßstab und ohne ein Gesetzbuch, ohne einen Rechtsstaat. Muss man sich immer fragen, wer das will. Also ich möchte jetzt hier nicht, dass in Schleswig-Holstein jetzt hier irgendwie Rockerbanden für Recht und Ordnung sorgen, so wie sie es für richtig halten. Es drehte sich die öffentliche Meinung und die Behörden beendeten ihren Kuschelkurs. Es gab Razzien im Steintor und die Polizei rief öffentlich zu einem Boykott der Angels-Kneipen auf. Der Druck wirkte. Wir haben uns aus dem Grund aufgelöst, weil die Aggressionen im Schader sehr hoch waren. Die Leute hatten aber die Schnauze voll von den ständigen Diffamierungen, Lügen, die über uns verbreitet worden sind, über unsere Familien, über den Club und auch teilweise, dass versucht wurde, eben das eine oder andere Lebenswerk zu zerstören. Halte ich für schwierig auch, dass der Staat Empfehlungen gibt, wo Leute feiern gehen sollen oder nicht. Also wenn es da noch keine Anzeichen gibt, dass dort kriminelle Geschäfte getätigt werden, dass es kriminelle und gewalttätige Locations sind, dann zu sagen, bitte besuchen Sie nicht diese Lokalität von der und der Person, da fühle ich mich als Liberaler vom Staat schon zu bevormundet. Das sollten die Leute aber noch selber entscheiden. Das ist für mich fragwürdig. Das ist für mich trotzdem fragwürdig. Seit Juni 2012 steht das Angels Place in Hannover leer. Frank Hanebut lebt auf Mallorca. Gerüchten zufolge zieht er aber immer noch die Strippen in der deutschen Rockerszene. Ja, also ich selber erinnere mich noch, dass auch wenn Probleme aufkamen, auch egal in welchen Regionen, wurde immer dann drüber gesprochen, der Lange. Viele haben dann Frank Hanebut den Lang genannt, aufgrund seiner Körpergröße. War ja auch Amateurboxer und so weiter. Ich glaube, wo der hinhaut, da wächst auch kein Gras mehr. Ist ja dann nach Mallorca gegangen, wurde dann ja auch 2 Jahre inhaftiert in Untersuchungshaft in Spanien aufgrund Vorwürfen von Zwangsprostitution und ähnlichen Dingen. Also da haben sie Frank Hanebut schon immer versucht, dann irgendwie zu brechen und klein zu kriegen. Ich glaube, die Prozesse sind immer noch ausstehend, auch 10 Jahre später. Das war aber auf jeden Fall ein ganz schönes Machtrefugium, das dort aufgebaut wurde. Teilweise gab es dann Gerüchte, dass das Chapter Hannover 50 bis 70 Mitglieder gehabt haben soll und die feiern und sonst was. Da haben alle möglichen Leute ihre
mussten dort Frank Hanebut huldigen sozusagen, wenn der Geburtstag gefeiert, die Weihnachtsfeier war, soll immer legendär gewesen sein dort am Clubhaus. Ja, das war schon eine Machtzentrale, ne? Jetzt kommt der zweite Teil. Wieso wiederholt sich das denn schon wieder? Das tut mir leid, den zweiten Teil. Den zweiten Teil muss ich nachschieben, Leute. Das tut mir leid, das war der erste Teil, der bei Spiegel TV frei verfügbar war. Ganz kurz, ich hoffe, dass wir den zweiten Teil nachschieben können. Das tut mir leid. Mann, manchmal, wenn man das runterzieht bei YouTube, ja, ein Skandal ist das. Aber ist auch völlig in Ordnung, dass wir das heute mal so machen. Ein kurzer Einblick, so umso mehr bleibt für Teil 2, den wir hoffentlich auch frei zeigen dürfen. Mal ein kleiner Einblick, was da los war und wie mit den Wechsel, wie die Expansion stattgefunden hat. Und heute, ich will mein bezahltes Eintrittsgeld zurück. Genau, Dankeschön an die Mods, Dankeschön an die Kanalmitglieder, an alle dabei waren. Dankeschön an die Sponsoren, Dankeschön, wer ein oder andere, wer das supporten möchte, mit Philipp 10 bei Z plus 10% Rabatt, Dankeschön. Und wer hier natürlich gerne grillt bei Beef Bandits mit Philipp 10, könnt ihr da 10% sparen. Wer das Buch noch nicht hat, selbst geschrieben, aber nicht selbst gedruckt, darf sich das gerne gucken. Ein sehr geschöntes Buch. Weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll, was ich davon gehört habe. Aber Leute, vielen lieben Dank, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. Dankeschön. Ansonsten hier unter YouTube und bei Twitch könnt ihr Prime-Abo dalassen. Wer das nicht möchte, braucht das nicht machen. Ansonsten bleibt alles kostenlos. Wir versuchen weiter, uns für die Demokratie einzusetzen in der Antigewaltarbeit. Und das war's von mir für heute. Und ich verbleibe wie immer mit einem Ciao, Kakao von der Küste. Nee, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.